Ja, hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal bei bescheidenem Wetter heute. Ja, wir haben uns unter der Woche gedacht, wir machen mal wieder was mit Hähnchen und daraus sind unsere Fried Chicken entstanden. Viel Spaß! Kühnes Kochkanal. Morgen soll es bei uns Fingerfood geben. Hier so kleine Hähnchen, Keulen sind es auf jeden Fall. Auf jeden Fall die kleinen. Hier in der Schüssel haben wir 10 Stück. Dazu benötigen wir noch 500 ml Buttermilch, ein Esslöffel Dijon-Senf, eine Prise Cayenne-Pfeffer, Paprikapulver, zwei kleine Knoblauchzehen. Könnt ihr entweder reinpressen oder klein hacken, so wie ich es machen werde. Pfeffer und Salz. Und das Ganze wird jetzt eingelegt und muss auf jeden Fall über Nacht durchziehen. In eine Schüssel habe ich nun schon die 500 ml Buttermilch gegeben. Dazu kommt jetzt meine klein gehackten Knoblauchzehen. Wie gesagt, ihr könnt sie durch die Presse drücken. Ich schnibbel halt lieber. Dazu kommt ein Teelöffel Paprikapulver. Natürlich passt kein Teelöffel bei mir rein. Ich habe Espresso-Löffel. Davon nehmen wir zwei. So. Ein Esslöffel Dijon-Senf. Da passt natürlich kein Esslöffel rein. Also nehmen wir zwei Teelöffel. Zwei großzügige Teelöffel. So. Dann eine Prise Cayenne-Pfeffer. Das war, na komm, ein bisschen, könnte pikant sein. Ja, natürlich. Ein bisschen Prise. So, dann etwas Salz. Sollte reichen. Sollte reichen. Der Herr hat gesprochen. Und etwas Pfeffer. So. Das Ganze werde ich kurz durchrühren. Besser wird es nicht. Da rein gebe ich nun unsere Hähnchenkeulen. Zack. Und das Ganze kommt dann in den Kühlschrank und darf über Nacht ruhen. Eigentlich bis morgen Mittag. Ja, auf jeden Fall über Nacht. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Wir werden die Hähnchenteile frittieren, aber wie wir da weitermachen, das zeigen wir euch dann. Ja, und wir sehen uns nicht morgen wieder, sondern in ein paar Sekunden. Ach so, ja. Für mich ist das dann morgen. Bis gleich. Und nun geht es weiter mit unseren Hähnchenschenkeln. Wie ihr seht, über Nacht durchgezogen. Vor ein paar Sekunden, ne? Genau. Ich habe jetzt vorbereitet 200 Gramm Mehl. Gesalzen, gepfeffert und unter anderem ist ein Teelöffel Backpulver mit dazugekommen. Das Ganze durchgemischt und darin werde ich nun unsere Hähnchenschenkel wenden. Einmal rummatschen. So, dann gehen sie nochmal in die Marinade. Zack. Uah, ist echt ein Gematsche. Das habe ich jetzt nicht gezeigt, aber das machen wir beim zweiten. So schlimm, es ist ein Gematsche. So. Ich denke, dann geht's auf den Teller. Mit der Matscherei geht's weiter. Hähnchenschenkel in Mehl wenden. Nochmals in die Marinade tauchen. Jetzt zeigen wir's. Genau. Sag ja, Matscherei ohne Ende. Wahrscheinlich wäre vielleicht noch eine Gabel gut gewesen, aber. Oder eine Grillzange. Frau Kühne macht ja alles immer mit den Fingern. Ja. Habe ich mehr Griff drin. Aber egal. So. Und so geht es weiter. Ich glaube, da halten wir uns jetzt nicht ganz doll auf. Wenn wir damit fertig sind, geht's raus an den Grill. Das Frittenfett wird gerade heiß. Und da sehen wir uns dann wieder. Genau. So.
So, wir sind in der Gartenhütte angelangt. Jetzt kommen unsere Fried Chicken soll es ja werden. Erstmal in das Frittenfett. Nach und nach. Drei reichen, glaube ich, erstmal und dann wirst du weiter sehen, oder? Nee, ich mache die Hälfte. 10 haben wir ja. Ja, denn. 10 passen rein. Hälfte Arbeit. So, das Ganze muss jetzt mal so 10 bis 15 Minuten werden die frittiert. Ja, und dann sehen wir uns wieder. Ja, Freunde, unsere Fried Chicken sind fertig. Die halten wir jetzt noch warm. Ja, ihr könnt sie als Fingerfood nehmen. Ich mache hier nebenbei noch so ein paar frittierte Kartoffeln. Einen Salat gibt es noch dazu. Ist jedem selbst überlassen. Wir sehen uns wieder beim Tellerbild. Ja, Freunde, kurzes Fazit. Rundherum eine gelungene Sache. Eignet sich hervorragend als Fingerfood oder wie bei uns eben als Hauptgericht. Dazu diese Kartoffelspalten, die wir in dem Frittieröl gemacht haben. Aus dem Ofen fand ich sie immer total labbrig bei uns. Jetzt total lecker. Raus aus dem Frittieröl, abtropfen lassen, ein bisschen Fleur de Sel drauf. Einfach super. Müsst ihr einfach mal ausprobieren. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, netten Kommentar. Abonnieren könnt ihr immer unten rechts, würden wir uns sehr drüber freuen. Und wenn ihr Lust habt, schaut demnächst wieder rein bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Tschüss und schönen Sonntag noch. Kühnes Kochkanal.